She's got COVID-19, she's tucked in all alone, she is tucked in towel-lane. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich bin infiziert. Ha? Am 22. abends, nee, 23. Dezember abends ging es los mit einem leichten Schlappheitsgefühl. Die Nacht wurde dann latent fiebrig und es fingen, ich war nicht der Einzige, der da anfing loszuschlappen. Es wird nicht wirklich schlimm. Ja? Jeder, der mal eine Grippe hatte, weiß, das ist Covid ist der Grippe weitaus zu bevorzugen. Das steht schon mal fest. Ich wurde so einen erhöhten Puls nicht los, ja? 3-4 Tage, 5 Tage vielleicht auch fast. 27. ging es zurück für mich nach Berlin. Und abends, wir dachten denn, hey, lass mal testen. Ist ja doch komisch, alle um uns herum werden krank. Nur die Kinder bleiben verschont. Den Kindern geht's top und alle Erwachsenen und Teenager, die mit uns in Berührung kommen, fangen an zu schlappen. Okay, wir haben den Test gemacht und boom, 2 Linien, ja, die heiß ersehnten 2 Linien waren denn sichtbar. Was ist das für ein Gefühl, das Virus in sich zu tragen, weswegen die Welt stillsteht, die Welt in den Lockdown geschickt wird? Was ist es für ein Gefühl, die Kinder unbeschadet zu sehen, eine Woche nachdem meine letzte Folge auf YouTube gecancelt wurde? Und ich werde jetzt versuchen, in Zukunft vorsichtiger zu sprechen. Letzte Folge wurde auf YouTube gecancelt. Es ging um Impfung und Kinder. Impfung und 6-jährige Kinder wurde gelöscht. Was ist das für ein Gefühl, die eigenen Kinder völlig unbeschadet zu sehen und gleichzeitig zu wissen, dass der Platzhirsch, der Videoplatzhirsch, das Big Tech ganz offensichtlich etwas dagegen hat, wenn man, jetzt hoffe ich, bleibe ich in sicherem Fahrwasser, dass es nicht wieder gelöscht wird. Wenn man also etwas Bestimmtes kritisch sieht. Okay, Kinder also haben nichts davon gespürt. Ich hätte auch Dienstag schon eine Folge machen können, kein Problem, aber den Kindern geht es einfach so gut. Es sind Ferien und Covid plus gesunde Kinder war mir denn doch etwas zu anstrengend. Apropos Löschung, wer wurde letzte Woche auch gelöscht? Die Achse. Die Achse des Guten wurde auf YouTube komplett gecancelt. Und ich hatte gegoogelt, ich wollte eine große Zeitung dazu hören. Ich wollte wissen, was die Zeit dazu schreibt. Der Spiegel. Die FAZ. Und hatte gegoogelt, nichts gefunden. Eisiges Schweigen. Ich google jetzt gleich nochmal. Achse. Und Achse des guten News.
AfD kompakt, schreibt drüber. Die junge Freiheit, YouTube löscht Achse des guten Kanal. Die BZ Berlin bringt einen Artikel drüber. YouTube löscht Beiträge zum Thema Corona, wenn sie in ihrem Inhalt nicht den amtlichen Vorgaben der Regierung entsprechen, schreibt die BZ. Am 29. gestern Abend. Mit einer solchen Zensur ist die Meinungsfreiheit nicht nur in Gefahr, sondern schon weitgehend abgeschafft, meint Gunnar Schupelius. Kurz vor Weihnachten wurde eine Plattform politischer Kommentatoren vom Videoportal YouTube komplett gelöscht. Es handelt sich um die Achse des Guten. Achgut.com, ein reichweitenstarker Blog aus Berlin. Einer der Herausgeber ist der bekannte Kolumnist Henrik M. Broder. Zur Begründung schrieb YouTube: Unser Team hat deine Inhalte überprüft und schwerwiegende Verstöße gegen unsere Community-Richtlinien festgestellt. Deshalb wurde dein Kanal von YouTube gelöscht. Ah, diese Sprache, ja, diese Ah. Hat schwerwiegende Verstöße gegen. Und, bei mir war das der gleiche Satz. Community-Richtlinien. Ich hatte dann auf der Suche nach Berichterstattung von anderen Zeitungen, bin ich denn doch nur auf der Achse gelandet, weil auch die BZ, ist ja erst von gestern Abend, noch nichts berichtet hatte, niemand hatte berichtet, und ich hatte in Covid-Fiebrig dann den kleinen Clip von Broder geschaut, der gefragt hat, welche Community-Richtlinien, welche, von welcher Community reden wir, wenn wir Meinungsfreiheit abschaffen? Ja. Stein des Anstoßes, nee, das war alles. Die Herausgeber erfuhren nicht, womit sie eigentlich gegen die Community-Richtlinien verstoßen hatten. Erst als sie vor Gericht zogen, machte YouTube genauere Angaben. Stein des Anstoßes war demnach ein Video mit dem Allgemeinmediziner Gunther Frank, der plädiert dafür, den Pathologen Professor Schirmacher zu hören, der behauptet, dass viele Menschen, die nach einer Covid-Corona-Impfung sterben, an dieser Impfung starben. Die YouTube-Anwälte erklärten, es sei bei YouTube nicht erlaubt, Behauptungen über Schutzimpfungen gegen Covid-19 aufzustellen, die der übereinstimmenden Expertenmeinung lokaler Gesundheitsbehörden oder der WHO widersprechen. Nun hatte Herr Frank solche Behauptungen gar nicht selbst aufgestellt, sondern nur dafür plädiert, jemanden zu hören, der sie aufstellt. Das reichte für eine Vollsperrung. Grundlage der Reaktion ist die Richtlinie zur medizinischen Fehlinformation über Covid-19 von YouTube. Dort wird aufgelistet, was man behaupten darf. Dort wird aufgelistet, was man nicht behaupten darf. Zum Beispiel, dass Impfstoffe gegen Covid-19 die Ausbreitung von Covid-19 nicht wirksam verhindern. Oder, dass das Erreichen von Herdenimmunität durch natürliche Infektionen sicherer ist als die Impfung der Bevölkerung. Ich nehme an, da fällt dann auch mein Kommentar zu den Sechsjährigen, zu den Erstklässlern drunter. Verboten ist demnach jede Behauptung, die den offiziellen Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation oder den Gesundheitsbehörden der Länder widerspricht. Anders ausgedrückt, wer sich auf YouTube zum Thema Corona äußert, muss die Meinung der Regierung wiedergeben. Das ist süß, ne? Sehr amerikanisch, YouTube. Very, very American. Health über alles. Der renommierte Hamburger Anwalt Joachim Steinhöfel, der Achse der Achgut gegen YouTube verteidigt, sieht die Grundrechte in Gefahr. Das kategorische Verbot, eine medizinische These zu vertreten, die nicht von der WHO gebilligt wurde, ist ein eindeutiger Verstoß gegen die Wissenschaftsfreiheit, gegen die Meinungsfreiheit und gegen die Pressefreiheit.
dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn sich ein Monopolist wie YouTube im Schulterschluss mit den Regierungen zum Zensor aufschwingt, ist die Presse- und Meinungsfreiheit nicht nur in Gefahr, sondern schon weitgehend abgeschafft. Denn wehren kann man sich allenfalls vor Gericht und das kostet viel Geld. Wer dieses Geld nicht hat, wird zum Schweigen gebracht. Diese Zensur lässt mich nicht mehr ruhig schlafen. Wo geht die Reise hin? Es ist eine Grundsatzfrage. Ohne freie Meinung gibt es keine Demokratie. Wir stehen vor einer gefährlichen Entwicklung. Gunnar Schupelius, der Autor. Hat Gunnar Schupelius recht? Rufen Sie an. 030-2501-73153. Oder Mail gunnar.schupelius@axelsprenger.de. Indeed. Also, die BZ berichtet drüber. Ich bin gestern am Briefkasten vorbei, ich war auf dem Weg nach draußen. Ups. Ich brauchte unbedingt Iberogast. Jedenfalls, ich komme an meinem Briefkasten vorbei, da steckt die Zeit drin, ich komme zurück, die Zeit ist weg. Jetzt weiß ich nicht, war es ein Mensch, der gerne die Zeit liest, oder war es ein Mensch, der denkt, was liest der Typ da für ein Shit? Warum berichtet über die Sperrung der Achse keine weitere größere Zeitung? Es ist ein echtes Armutszeugnis. Die Achse ist absolut fantastisch. Auch auf diese Mischung von Humor und Expertise ist fast, wo man das in Deutschland sonst wo noch findet. Aber ganz offensichtlich ist das sehr strategisch gedacht. Man will den doch durch Schweigen. Aber es weiß niemand. Ja? Wie viele erfahren nicht von dieser Zensur? Apropos Quarantäne. Butter bei die Fische. Ja? Jetzt mal Code zu fit. Warum eigentlich Quarantäne, wenn Maskenpflicht herrscht? Warum sollen die Menschen Maske anziehen? Wenn ich mich richtig entsinne, war es, du schützt nicht dich selbst, du schützt andere. Wenn du eine Maske trägst. Du schützt andere, wenn du eine Maske trägst und, jetzt kommt's, wenn du infiziert bist. Oder? Darum geht's doch. Andere zu schützen, wenn man infiziert ist, indem man eine Maske trägt. So hatte ich's verstanden. Warum darf der Infizierte nicht raus, wo doch draußen Maskenpflicht herrscht? Übersehe ich etwas? Überdenke ich etwas? Macht das Sinn? Aber kommen wir zu ernsteren Themen. Als sei meine Infektion nicht genug gewesen, komme ich wieder in Berlin an, checke meine Mails und muss lesen, dass mein Stromlieferant mir kündigt. Ja, sehr geehrter Atrat, heute kommen wir leider mit einer unerfreulichen Nachricht auf Sie zu. Leider machen es uns die fortlaufenden Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten sowie die Kündigung unseres Bilanzkreisvertrags durch den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber unmöglich, Ihre Versorgung mit Strom fortzusetzen. Wir sehen uns daher leider gezwungen, die Lieferung mit Strom kurzfristig einzustellen.
Er hat natürlich geschluckt. Und dann weitergelesen. Wir kündigen hiermit den zwischen uns bestehenden Stromliefervertrag mit Ablauf des 21.12.2021. Zu diesem Termin haben wir die Belieferung mit Strom eingestellt. Hilfsweise erfolgt die Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Aufgrund der Feiertage zum Ende des Jahres erreicht Sie diese Mitteilung trotz unserem größten Bemühen. Aus technischen Gründen, möglicherweise erst nach dem Ende der Strombelieferung. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Erreicht sich diese Mitteilung trotz unserem größten Bemühen? Naja, wie Sie der Berichterstattung in den Medien entnehmen konnten, sind wir seit einigen Wochen mit einer nie dagewesenen Preisexplosion an den europäischen Energiehandelsplätzen konfrontiert, deren Ursachen in einem außergewöhnlichen Zusammentreffen verschiedener Faktoren zu sehen sind. Zuletzt hat sich der Strompreis für Lieferungen in der kommenden Winterzeit auf den Beschaffungsmärkten in der Spitze um mehr als 400% erhöht. Diese Ereignisse und ihre Folgen suchen in ihrer Gesamtwirkung in den vergangenen Jahrzehnten ihresgleichen und sind in dieser Form nicht vorauszusehen gewesen. Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Entscheidung, die uns sehr schwer gefallen ist. Wir gehen auf Basis dieser Entscheidung davon aus, dass die mit Ihnen bestehende Kundenbeziehung sachgerecht und auch in Ihrem Interesse abwickeln zu können. So werden wir im Rahmen der Endabrechnung Ihnen zustehende Guthaben sowie auch zeitnah anteilig Neukundenboni an Sie auszahlen. Was bedeutet das Lieferende für Sie und welche Maßnahmen müssen Sie ergreifen? Zunächst das Wichtigste. Ihre Stromversorgung wird seit dem 22.12.2021 automatisch durch den zuständigen Grund- und Ersatzversorger in Ihrer Region übernommen. Das ist durch gesetzliche Vorgaben sichergestellt. Zum Glück gibt es Gesetze. Sie brauchen also nicht zu befürchten, dass Sie keinen Strom mehr erhalten. Zur Kostenersparnis kann es für Sie unter Umständen Sinn machen, nicht längerfristig von Ihrem Grund- und Ersatzversorger mit Strom beliefert zu werden. Die Belieferung im Rahmen der Ersatzversorgung kann jederzeit durch den Wechsel zu einem anderen Lieferanten beendet werden. Wir empfehlen Ihnen daher in Ihrem eigenen Interesse. Schluss. In Ihrem eigenen Interesse, sich zeitnah nach alternativen Angeboten zu erkundigen. Hierfür stehen Ihnen zum Beispiel die bekannten Preisvergleichsportale im Internet zur Verfügung. Wegen der Einschränkung der Stromlieferung durch uns brauchen Sie ab sofort keine weiteren Abschlagszahlungen mehr an uns zu leisten. Wir werden daher auch keine Abschläge mehr von Ihnen einziehen. Blablabla. Sehr geehrter Atrat, geht's wieder los. Diese Entscheidung ließ sich leider mit keinerlei Bemühungen unsererseits aufhalten. Nichts ist uns jemals so schwer gefallen wie die Einstellung der Belieferung. Wie Sie sicherlich selbst in den vergangenen Wochen aus sämtlichen Medien nahezu täglich entnehmen konnten, ist unsere Branche bundesweit durch politische Querelen in diese für uns alle schlimme Lage gedrängt worden. Ein Ende aufgrund entsprechender neuer und abschließender Verhandlungen für dringend nötige Gaslieferungen ist bis heute nicht in Sicht und wirkt sich damit auch unmittelbar auf die Situation für Stromlieferungen aus. Vielen Dank, dass Sie gemeinsam mit uns einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, dem Ausbau erneuerbarer Energien und der Unterstützung von sozialen Projekten geleistet haben. Deshalb hatte ich dort Strom bestellt. Wir bedauern diese Mitteilung außerordentlich und entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten. In großer Hoffnung auf ein Wiederhören verbleiben wir zunächst mit freundlichen Grüßen Stromio GmbH. Ein schönes Silvesterfest. Bis nächste Woche am Dienstag.
She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on.